Wir haben einen kleinen deutschen Schäferhund, der heißt Joey, ist ein Jahr alt und ist jetzt so 3 Tage bei uns. Konnte nicht zu Hause bleiben, seine Besitzer waren schon etwas älter. Da hat er immer, wenn etwas anlag, verrückt gespielt, hielt sich so für den Größten, an der Leine gezerrt, sie konnten ihn nicht halten oder er ist hier angesprungen, dass man fast umgefallen ist. Und er hat sich halt so allen Anforderungen entzogen, bewusst oder unbewusst, jedenfalls im Ergebnis war es so und wir haben da lange überlegt. Nun ist Joey bei uns und wir gucken mal, wie wir ihm behilflich sein können, Fuß in einem neuen Leben zu fassen, vielleicht bei der Behörde, beim Militär, beim Zoll, bei der Polizei. Und ich habe mir gedacht, dass wir das dieses Mal einfach ein bisschen mitlaufen lassen zur Illustration, damit man sieht, wie Entwicklungen sein können, was man machen kann. Wir haben ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auf Perfektion. Ich nehme auch nicht mehr so viel Rücksicht wie früher, bin andererseits gemäßigter als früher. Und wer mag, schaut sich das an, nimmt sich das eine oder andere mit. Das ist ja letztlich auch nur ein Werkzeugkoffer. Es wird funktionieren. Heute ist Bestandsaufnahme. Was kann der Hund? Es ist ja nicht so, dass er nichts kann, dass er dort nichts gelernt hat. Die haben schon Klickertraining mit ihm gemacht. Sie haben halt auch unter Anleitung mit Hundetrainern nicht gewusst, wie sie das zu Ende bringen, wie sie das Ganze führen. Und wir gucken mal, was hier geht. Also er weiß ja, was Klickern ist. Er weiß aber auch, was weglaufen ist, deswegen trete ich hier zum Beispiel auf die Leine. Das ist sicherlich nicht die wahre Schule, aber es ist ein Lernen aus Folgen. Ne? Joey geht weg, ich trete auf die Leine. Es wird für ihn unangenehm am Hals, er kommt zurück. Hier jetzt wieder, er kommt zurück. Und jetzt habe ich es nicht aufgepasst. Jetzt verselbstständigt er sich und ist fort. Und bei mir findet dann halt die Entspannung statt. Es gibt keinen Stress mehr. Jetzt gibt es Stress, jetzt kam er zurück und ist sofort ruhig. Dann gibt es Zuwendung, Futter über Klick und Futter. Ja. Wenn ich ihm das Futter gebe, es ist immer in der Tasche, es steht hier keine Schüssel rum. Da drüben stand einer, da ist er gerade hingerannt. Dann muss er sich das holen. Es gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder der Hund ist in einer Position und dann wird das Futter dorthin angeliefert, oder der Hund geht aus einer Position raus und darf sich als Belohnung das Nein, Futter holen. komm. Ich mache es so, dass wenn der Hund sich das Futter holt, Joey, ich gleich die Sachen mit anarbeite, die ich haben möchte. Zum Beispiel könnte ich jetzt extra trainieren, geh rauf. Das fällt ihm, weil er sich nicht konzentrieren kann, so lange schwer. Also lasse ich ihn das erledigen, wenn er seine Belohnung holt. Unterschwellig hat er so ein gewisses Problem, das werden wir nachher sehen, wenn die Kiste umgedreht wird damit. Hier ist Futter runtergefallen, deswegen, ich lasse das heute noch so. Und dann erledigen sich viele Sachen von selbst. Ja, hier sieht man das wieder, fängt die Hopserei an, ist aufgeregt, das ist so sein Modell, wie er erregungslos wird. Jetzt kann man aber sehen, der Hund hat ein gewisses Problem, aber ich werfe die Kiste, bleibt stehen, guckt sich das an. Also es ist schon ein ordentlicher Hund, der halt mit viel Unruhe groß geworden ist. Sicherlich wollten die Leute auch viel vermeiden, anstatt ihn einfach mal in Ruhe die Sachen erkunden zu lassen, die ihm das Leben so vor die Füße wirft. Sei es drum. Ich glaube, am Ende zahlt sich das für Joey sogar aus. Ja, jetzt scheut er sich da in die Kiste reinzugehen, guckt mich an, klick, Futter, halte ich ihm hin und ich sage nicht, du musst da raufgehen, ich sage, hier ist dein Futter und er macht sich Gedanken, wie er da rankommt. Das ist wie zum Beispiel Oma hat Essen gemacht, Kuchen gebacken, gesagt, Junge, ich stell dir das da hin. War ich halt ein bisschen klein, dann komme ich an den Küchentrag ran. Na, dann mache ich mir Gedanken machen müssen, habe mir einen Stuhl geholt oder einen Hocker, weil ich das schon mal gesehen habe. Oder den Bierkasten, habe mich da draufgestellt und Kuchen runtergeholt. So sehe ich das hier als Vergleich, dass man eben mehrere Sachen miteinander abarbeitet. Und gesehen, dann steht er hier schon drin. Jetzt werfe ich Klick, werfe das Futter rein. Manchmal, wenn ihr das nicht klicken hört, ist auf seinen Kopf gefallen und runter. Aber das kriegt er gar nicht mit, weil er fokussiert ist für unten. Wer Bart Belohn kennt, weiß, dass der auch seine Pferdenarbeit so anarbeitet, dass der Hund halt sich versenkt in der Kiste. Später wird das auf das Trittsiegel umgeleitet, so dass der Hund halt wie im Sport gewünscht mit tiefer Nase sucht. Ne? Aber jetzt kann man auch an der Route sehen, dass er ruhig wird. Er wird konzentriert, er lernt also sich zu konzentrieren. Die Motivation ist ausreichend, er will das Futter haben, er hat Hunger. Er hat auch schon in den 2 Tagen hier ordentlich zugenommen ein bisschen. Aber man kann auch sehen, er sieht gut aus, der Kleine. Ja,
Jetzt geht er raus, jetzt geht er wieder rein. Holt sein Futter ab, wendet in der Kiste und wird ruhiger. Die Kiste habe ich auch nicht so nur als Selbstzweck und die umgedreht, weil ich das lustig fand, sondern weil der Rahmen, den die Kiste ja vorgibt, Joey begrenzt. Er kann ja also nicht mehr so viel rumturnen. Ne? Auf der anderen Seite, wo er oben stand, ist er rauf, runter, das entfällt hier so ein bisschen. Da hilft es mir, dass es ihm etwas unangenehm ist, über die Ränder zu springen. Vielleicht werden die kleinen Eier da hängen, keine Ahnung. Und das vermeidet er so ein bisschen. Insgesamt kommt er dadurch zur Ruhe, bis auf jetzt. Ne? Das ist so sein Problem, immer wenn wir es anhopsen, wobei das hier noch gemäßigt ist. Ne? Dann rannte er weg, ließ sich nicht maßregeln, ließ sich nicht einfangen und hat dann einfach wilde Sau gespürt. Hier versuche ich meinen Handtouch unterzubringen. Wie gesagt, ich gucke heute nur, wie ist der Stand der Dinge. Und das Handtouch ist für mich neben dem Gerauf eine oder die wichtigste Übung, weil der Hund bei mir der Hand nachläuft. Damit kann ich ihn führen, ohne dass ich auf ihn achten, auf ihn schauen muss. Ich weiß immer, wo er ist, wo seine Gedanken sind. Na, zack, geht er weg. Aber das machen nur Hunde beim, junge Hunde beim Klickertraining auch. Ne? Da verselbstständigen die sich, gehen mal kurz fort. Wahrscheinlich ist das so wie bei Schulkindern, wenn die in der Klasse sitzen, die Kleinen, ne, der Lehrer erzählt, gucken die einfach mal eine Minute aus dem Fenster und entlasten ihren Kopf, ihr Herz, wie auch immer. Ne. Es ist ja nicht so, dass Joey mich einfach stehen lässt. Er hat in seinem Leben, jetzt haben wir ja 6 Minuten laut Timeline, hat er noch nie so lange am Stück gearbeitet, denke ich mal. Ich selber, ich bin auch früher geworden. Früher wäre ich da gewesen, wäre nach Vera nie wieder weggegangen. Ja. Aber das kann man auch nicht zeigen. Im Alter wird man auch ein bisschen gemütlicher im Kopf, ein bisschen nachsichtiger, milder. Das ist auch gut so. Markus Rühl, wer den kennt, der hat das ja auch mal angesprochen. Dass es auch gut ist, dass man ruhiger wird, sonst hätte man nur noch Krieg in der Welt. So, jetzt ist er wieder da. Klick, Futter. Futter wird reingeworfen. Er hat seinen Bezug zur Kiste. Ja, Rute ist ganz ruhig. Und da sind die Wartezeiten auch gut. Wenn ich dort so stehe und dem Hund ein bisschen zusehe, außer er verselbstständigt sich zu sehr, dass er die Futtertonne zum Beispiel klaut, dann gibt mir das auch Zeit zu reflektieren, was ist hier passiert, warum ist das passiert, was kann ich dagegen tun. Ja. Man kann sehen, dass er jetzt immer wieder zurückkommt. Das ist bestimmt so eine Mischmotivation. Der will, der kann das sezieren, ich mache das nicht. Ja, hopst mich an, ich will das nicht haben, es geht mir auf die Nerven. Jetzt verkrümelt er sich dafür, jetzt kommt er wieder und jetzt geht's entspannt weiter, ne? Klickfutter. Probier wieder meinen Handtouch unterzubringen, seine Konzentration reicht nicht, geht wieder fort. Wird vielleicht nach Hause telefonieren, keine Ahnung. Ich persönlich, ich laufe nicht mehr, das könnt ihr auch sehen auf Hundeplätzen, so die alten Säcke, die rennen nicht mehr. Na, da rennen die jung. Die Jungen, die rennen und der Hund bleibt stehen, wollen sie ihn animieren zum Folgen. Wir bleiben stehen, die Hunde rennen. Jetzt probiere ich mal gleich die Position. Sitz, Platz, Steh. Na, im Hundesport, die kennen das, erzähle ich ja nichts Neues. Ich habe es auch nicht erfunden. Vieles kommt aus dem belgischen Ringsport. Wer mag, kann ja da mal schauen. Ja, hier, der Hund kriegt Futter, lege ich das Futter unten hin und versuche wieder, dass der Hund sich das Futter holt und nebenbei in die Platzposition kommt. Ja, dass er Platz so sieht, wie ich damals bei Oma den Hocker, weil ich am Küchenschrank nicht rangekommen bin. Letztlich ist ja Hundeausbildung auch eine Sache von Emotionen. Also nicht, dass der Hund Platz lernt, sondern wie er sich dabei fühlt. Ne? Platz, geile Sache, da kriege ich was dafür. Oder, oh oh, mach mal Platz, dann habe ich Ruhe im Kopf. Ne? Oder er sagt, bei Platz, oh oh, schnell abhauen, jetzt bricht der nächste Krieg los. Ich mache gern mit Ruhe, ich habe Zeit. Das könnt ihr euch auch merken, ich fange keinen Krieg an, wenn ihr keine Zeit habt. Ne? Hier ist es wieder ein bisschen unorthodox, dass man ihn auch mal ein bisschen berührt am Rücken. Der Hund entzieht sich den, in Anführungszeichen, Druck nach unten. Ja, ich komme auch mit runter. Dann wird der Druck rausgenommen, ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Das ist analog zur Tischarbeit eigentlich, dass meine Hunde ja auch auf dem Tisch stehen, wie bei anderen auch.
dort Sitz, Platz, Steh machen. Der Hintergrund ist, die können nicht abhauen. Ich muss mich nicht bücken. Und ich brauche nicht meckern, dass sie bleiben. Nein, man macht da Platz, die Route ist ganz ruhig, er nimmt die Sachen an. Ist Ruhe in seinem Kopf. Hinten im Hintergrund ist ja viel Lärm, Verkehr. Wir haben ja gerade wieder eine Umleitung. Man baut den Kreisverkehr neu, warum auch immer, keine Ahnung. Das sah eigentlich gut aus. Auf jeden Fall schicken sie jetzt den ganzen Verkehr der Bundesstraße über die Dörfer. Die Leute werden sich daran gewöhnen, wird nicht mehr aufhören. Auf der anderen Seite gibt es einen Haufen Vögel hier am Bambus. Freue ich mich auch immer. Und jetzt machen wir schon die Übung an sich. Also vorher habe ich Futter hingehalten, der Hund ist ins Platz gegangen. Jetzt führe ich ihn ein klein wenig ins Platz. Und dann kommt Klick, Belohnung, CNB, Klick und Futter. Ne? Wenn ich den Hund führe mit der Hand, zum Beispiel jetzt ins Sitz führen, ist das sicherlich eine Hilfe, dass der Hund einem beweglichen Ziel folgt. Auf der anderen Seite benutze ich das jetzt auch schon wieder, um einen Handtouch ein bisschen anzuarbeiten, dass der Hund animiert wird, der sich bewegenden Hand zu folgen, beziehungsweise später auch der stillstehenden Hand. So ist das immer so ein Mischtraining. Ich komme damit gut klar. Der Hund hat ein gewisses Maß an Abwechslung. Na, hier jetzt fürs Steh, ja, folgt der Hand, ist in der Stehposition. Also egal was er macht, er hat immer irgendwo Erfolg, ist zufrieden und im Moment will er auch bleiben. Die Route ist ruhig und will auch gar nicht weg. Ne? Das Futter ist ihm sehr wichtig, das werden wir beibehalten. Und was auch hier zu sehen ist, der Hund ist nicht ganz in der Platzposition. Trotzdem Klick und Futter, weil man immer die Mitarbeit, die Kooperationswilligkeit, die muss man belohnen. Ja, nicht, dass der Hund was macht, das muss er erst lernen, sondern die Tatsache, dass er überhaupt mitarbeiten will, dass er sagt, ja, ich gebe mir Mühe, ich probiere es, ist das so richtig? Ja, war gut. Und jetzt noch ein bisschen tiefer, ne? Dann kommt wieder ein bisschen Unruhe rein in die Geschichte. Na, jetzt versuche ich ein bisschen Spiel. Mein eigener Schäfer, der beißt dann zum Beispiel in die Arme. Für den brauche ich wenig Ball und Futter, die raufen stattdessen. Na, muss man immer gucken, wo sie die Vorlieben der Hunde sind. Das mit dem Raufen, das hat er so nicht angenommen, er wurde unruhig. Wahrscheinlich erinnert ihn das an alte Konfliktzeiten. Also gehen wir wieder zurück, geben ihm eine Übung, geben ihm Futter und dann ist gut. Na, da ist er schon wieder. Und wenn es unerträglich wäre, würde er das nicht annehmen. Er fühlt sich hier wohl. Man muss auch irgendwann anfangen, aus der Distanz zu arbeiten. Ne? Vorhin war ich ja auf den Knien. Jetzt ist Joey in der Kiste und ich stehe auf. Das ist wieder ein bisschen von oben nach unten arbeiten. Schafft Unruhe, kann Druck bedeuten für den Hund. Ne? Und man merkt auch hier, jetzt er viel, viel lebhafter schon wieder wird. Joey. Beim reinen Schäben lässt man den Hund ja auch laufen und alles sich selbst rausfinden, erarbeiten. Ich kürze das hier so ein bisschen ab, weil ich ihn auch nicht laufen lassen kann, da ist er halt voll. Was ich jetzt ja nicht mehr so viel brauche, ist ihn zurückrufen. Jetzt sind schon 14 Minuten rum. Man kommt da eigentlich ganz gut in Fahrt. Man hat Distanz schaffen, Hund bewegt sich nach vorn. Entweder habe ich Handtarget oder Stehposition. Was er sehr gut macht mittlerweile, ist Kontakt aufnehmen, in die Augen schauen. Und da kann man eben doch sehen, dass die Vorbesitzer sicherlich auch guten Kontakt zu ihrem Hund hatten, weil das macht er gern. Was ist mit dir? Der fragt, ne? Wie geht's dir? Was soll ich machen? Was soll ich nicht machen? Problem war, dass er halt keine adäquaten Antworten bekam. Wenn der Hund so ruhig ist, können wir auch gleich die Zeiten verlängern, dass er halt sitzt, länger sitzt. Na, jetzt geht wieder die Hampelei los. Geht in die Kiste, wird sofort belohnt. Ne? Den Ärger vergessen.
muss auch immer ein bisschen gucken, dass er aufessen kann. Muss ich auch immer drauf achten. Manchmal ist man einfach zu schnell, er kaut noch, fällt den Krümel runter. So wie, und man steht mit seiner eigenen Ladung, die man ihm schon anvisiert hat, da. Jetzt probiere ich gerade, ob er auf die Leine reagiert, wenn ich ein bisschen Druck nach unten mache, Zug. Das ist nicht der Fall, das macht ihn unruhig. Ne? Hampelt raus. Nein, komm, Joy, komm. Na, jetzt ist er bestimmt an der Fütterschüssel eingerastet. Das lasse ich jetzt nicht so stehen, er wird auch nicht alleine wiederkommen. Und da ist er schon wieder. Jetzt geht es entspannt weiter. Jetzt hat er einen Rahmen, im wörtlichen Sinne sogar, mit der Kiste. Das sortiert ihn ein wenig ein. Das sind so Sachen, die werdet ihr auf keinem Video sehen. Jetzt hat er den Stress abgeschüttelt. Ne? Es gab einen Konflikt. Den hat er auf eine Art gelöst, wie er das gewohnt war. Ich will das aber nicht haben. Ich kann das auch nicht in alle Ewigkeit machen. Das ignorieren, wie man das an den Hundeschulen hat. Dann ist das eben so. Das bin ich. Das ist ehrlich. Und das kann der Hund verstehen und lesen. Alles andere, wo man frustriert ist und sich nicht traut, mal am Ohr zu ziehen oder so, das ist unehrlich und der Hund merkt auch meinen inneren Konflikt. Na, jetzt weicht er mir gerade aus, ich komme auf ihn zu, von gerade eben, das ist eben so, so ist das Leben für die meisten von uns. Jetzt machen wir Distanz, Hund hat Ruhe, der Hund wartet, Zunge hängt raus. Ja, jetzt bewegt er sich nicht mehr so wie vorhin, obwohl ich auf ihn zutrete frontal. Im Hundesport, die haben ja alle einen filigranen Plan. Wer sowas mag, zum Beispiel der Peter Stärk, der hat ein Buch geschrieben, gemeinsam erfolgreich, geniales Ding, kluger Mann, der weiß genau, was er da tut. Und da kriegt man eine minutiöse Handlungsanweisung vom Welpen. Das funktioniert doch bis zum Erwachsenenhund. Ne? Was sie ja eben garantiert unterschlagen haben werden, sind Zwänge. Und das wird immer so sein, wenn die Jungs groß werden, ne, haben die immer gehört auf Mama, dann wollen sie dann aber mit dem Moped fahren, mit den Kumpels, dieses, jenes machen, Mädchen kommen ins Spiel und dann wird es immer schwieriger, sie einzufangen. Und dann wird der Mülleimer zum Beispiel nicht runtergebracht, weil der Junge das gerne macht, ne, sondern er braucht Geld zum Tanken. Dann ist das eben der Zwang. Ne? Mama braucht 20 Euro zum Tanken, na, da ist der Mülleimer. Das sind ja auch Zwänge. Wenn ich meinen Arbeitsplatz nicht aufräume, werde ich rausgeworfen. Das sind auch Zwänge. Und das ist eine Illusion, zwangsfrei durchs Leben zu kommen. Und wenn man diesen kleinen Scheißer dann mal bei Zeiten aus Urlaub gezogen hätte, wäre er jetzt heute nicht hier. Das ist nämlich ein feiner Hund, der hören will. Der auch hören wird in einer Woche. Der hat sich dann absolut verändert. Jetzt ist er gerade bei den Hühnern, glaube ich. Das hat seinen Kopf sofort angenommen, die Bewegung. Sagt, oh, da muss ich mal gucken. Hole ich mir halt wieder auch, egal. Wäre ich ein bisschen angelegt. Jetzt ist er aber schon wieder oben. Er nimmt sofort die Hilfe an, geh in deine Kiste. Und hier können wir auch sehen, dass er eigentlich eine sehr, sehr gute Figur hat. Bisschen schmal, aber ist nicht fett. Gut gebaut. Hübsche Farbe. Fokus nach oben. Und das zeigt eigentlich, wie stabil der Hund in Wirklichkeit ist. Ne? Er holt sich sofort davon, hat auch eine gewisse Härte, auch wenn er manchmal so ein bisschen rumhampelt. Und denke mal, dass von ihm noch sehr, sehr viel zu erwarten ist. Das hat man auch vorhin gesehen, als die Kiste war. Ne? Das hat ihn beunruhigt, aber er ging nicht fort. Jetzt zum Schluss, nach fast 20 Minuten, und das muss man sagen, das ist ganz klar der Ausfluss davon, dass er sich für den Größten hält, weil zu Hause hat er das nur so gemacht mit seinen Besitzern und den Leuten, die da kamen. Und der hält sich schon für eine ganz coole Sau. Ne? In dem Bereich sagt, das ist meins, kannst ja mal probieren, dir das zu holen. Und das hat hier einen ganz klaren Vorteil für diesen Hund. Ne? Wir heben jetzt die Reitschwelle ein bisschen an, ja, das Futter reicht nicht mehr, gehen ein bisschen in Bewegung und kämpfen. Und man sieht, wie der schon auf wenig Bewegung losgeht, ja, ist trotzdem noch in der Lage, relativ gut zu hören. Und jetzt machen wir das erste Mal in seinem Leben das, was die mit manchen Sporthunden das ganze Leben machen, so eine Kiste stellen, da muss der stehen, darf sich nicht bewegen, nur in eine Richtung gucken, bellen,
Das macht er eigentlich souverän. Vorhin hat er ja noch Probleme gehabt, in die Kiste reinzugehen. Wenn ihr euch da erinnert, ne? Und wir werden sehen, dass er jetzt hier rumläuft. Ne? Das hat er sich erkämpft und die Erregung muss weg. Und zum Schluss wird er bei mir stehen bleiben und sagen, ja, nimm dir doch, ja? Nun könnte man auch das Aus und alles viel, 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 viel filigraner machen. Ich habe mal kurz das Ohr benutzt. Der Punkt ist, man zieht die Hunde hoch, war ich so oft gesehen, auch bei der Polizei, und fördert die und macht die. Aber irgendwann müssen sie ja doch mal unter Belastung einstellen. Na, dann nimmt man ihnen alles wieder weg, dann wird es grob, dann wird es hässlich, dann wird ihnen auf den Schädel gehauen mit der Taschenlampe, der Maglite und sowas. Warum? Klär das doch gleich, wo man wenig, wenig Aufwand braucht. Ist der Hund gut, wird er weiter dabei sein. Und ansonsten beißt er halt nicht mehr oder spielt nicht mehr Ball, dann ist das eben zu. Aber dann hat es ja noch nie gereicht in seinem Leben. Ja? Aber hier ist der Hund gewachsen. Da ist er sofort wieder da mit dem Ding. Ja, jetzt guckt er, guckt die Kiste an, guckt mich an, hat da noch ein paar Graubereiche in seinem Kopf. Wen interessiert das? Wichtig ist, er kommt zur Ruhe. Ich kann mir jetzt das Kissen nehmen. Das hat noch nie jemand mit dem Hund gearbeitet. Das zeigt doch, wie gut der Sack ist. Ja? Der hält es nervlich aus und warum soll man denn das nicht fördern? Das ganze Leben bei der Behörde, bei der Polizei, selbst auf dem Bauernhof, wenn da dauernd ein neuer Ziegenbock kommt oder so, das ist immer unvorhersehbar. Man muss da ein bisschen Nerven haben, auch wenn es einem schwerfällt, sich fürchtet. Ja, hier mit der Kiste hat er noch Konflikte gehabt, hat immer noch ein bisschen. Aber es ist ihm wichtig, hält er fest und daran wächst der Hund. Und er kommt ja schon wieder. Guck mal, er läuft ja nicht mehr weit weg. Na? Und das brauchen wir auch nicht, um aus ihm einen gefährlichen Hund zu machen, sondern um die Nerven wieder ein bisschen gerade zu ziehen. Vorhin hatte er Stress, sein altes Leben ist weg, jetzt ist er hier. Das sind Anforderungen, er hat ein paar an die Ohren gekriegt. Weil, ne, dass ich gehe halt anders mit Konflikten um, als er es gewohnt ist. Er muss auch seinen Weg finden. Und da ist er schon wieder. Ja, ich bin stehen geblieben. Und jetzt Konkurrenz, ne? Und da sagt er, komm, komm, hol dir doch. Die Richtung stimmt. Hol dir doch, du Lutscher. Ja. Und da wird er halt dran wachsen. Jetzt gehen wir wieder über die Kiste, muss er wieder ein bisschen mehr Gas geben. Kommen die Leute, er nimmt es wahr. Das zeigt, dass es auch, nicht der allerstabilste Hund ist. Ne? Das ist immer noch nervig, ein bisschen unterwegs. Aber nach einem Jahr wird es vielleicht auch ganz anders aussehen. Ne? Bin mir aber recht sicher, dass er einen Arbeitsplatz bei der Polizei bekommen wird. Da kann er suchen. Ja, das Bringsel ist ihm wichtig. Sucht sein Präparat, Sprengstoff, Drogen, Leichengeruch. Ja, und kriegt dafür sein Bringsel. Ich glaube, dafür wird er später viel arbeiten. Ja, jetzt nimmt er wieder die Umwelt wahr. Da kommen gleich welche mit lauten Geschwatzer. Ich weiß gar nicht, ob man das hier hört. Angetapert. Guckt er hin, aber jetzt ist es nur noch ein Gucken. Früher wäre er hingerannt. Ne? Hier sieht man, dass das Kissen ihm viel wichtiger ist. Ich löse das jetzt gleich. Ich habe keinen Bock auf lange Scherereien. Wie lange will man das machen? Das ist ja auch kein neuer Hund, mit dem man, wie bei Peter Scherk zum Beispiel, bei Null anfängt. Oder mein kleiner Hund, der hat 12 Wochen, der nimmt noch sehr gern Futter. Der beißt da rein, halte ich ihm Futter vor die Nase, dann machen wir einen Triebtausch, so nennt man das. Ja? Das geht hier nicht so, weil seine Präferenzen sind schon etwas ausgeprägt. Ne? Ein bisschen da die Sau rauslassen. Das gefällt ihm noch besser als das Essen. Ja? Weil er da eben immer der Größte war bei sich daheim. Das Gefühl findet er einfach geil. Ja? Aber nun, Fini, bei mir auf dem Hörzeichen. Jetzt gehen wir los. Jetzt hat er Feierabend. Nachher noch ein bisschen Ranzen vollschlagen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein.